Herzlich willkommen, Carsten Petzold. Guten Tag. Die hanseatischen Kaufleute hatten schon immer einen Blick für alles Neue und für alles, was gut ist. Und sie hatten einen weltumspannenden Blick und den fasste man zusammen in der Hanse. Deswegen war es vielleicht kein Wunder, dass ausgerechnet im kleinen Varel bei Oldenburg schon 1905 die erste deutsche Automobilfabrik für Gebrauchsautomobile, die jedermann fahren konnte, aufgerichtet wurde. Und Carsten Petzold hat so ein Auto mitgebracht. Baujahr 1905, genau aus dem Gründungsjahr der Fabrik in Varel. Du hast dich dann eingewöhnt auf dieses Auto. Das hat zum Beispiel das Gaspedal noch in der Mitte. Ja. Und keine Vorderradbremse. Man muss doch völlig anders fahren. Ja, es ist also sehr defensiv. Es wird ja gebremst übers Getriebe. Er hat ja eine sogenannte Differentialkupplung über Leder und auch eine Lederkupplung, die über einen Konus arbeitet. So, und das haben wir alles aufgearbeitet und somit haben wir dieses Auto wieder fahrbereit gekriegt, ohne größere Schwierigkeiten. Wir mussten neue Reifen haben, das wollte der TÜV-Prüfer so. Das größte Problem, was wir eigentlich hatten, was wir nicht beschaffen konnten, wir haben aber gesagt, wir arbeiten dran, war die Geschichte der Warnblinkanlage. Das verlangt immer der TÜV. Und das Hochinteressante ist bei diesem Fahrzeug, das sehen wir nachher auch noch mal genauer, es hat ja noch kein elektrisches Licht, das war nicht erfunden. Man hatte einen Knallgasentwickler, eine Acetylenbeleuchtung, die mit Gas funktionierte. Das heißt, ihr musstet eine Batterie einbauen für die Warnblinkanlage. Nein, wir haben zu dem TÜV-Prüfer gesagt, wenn er uns innerhalb einer Woche eine Adresse bringen kann, wo wir eine gasbetriebene Warnblinkanlage herkriegen, holen wir die sofort. Somit haben wir dann gesagt, wir haben ja eine Kelle. Wir kümmern uns aber darum, dass wir eine zweite kriegen, dann haben wir zwei Kellen und dann können wir auch eine Warnblinkanlage symbolisieren. Andersrum habe ich aber gesagt, mit diesen Autos hat man keine Panne, die Autos fahren pannenfrei. Carsten, jetzt steigen wir aus, ich helfe dir wie ein Chauffeur und dann gucken wir nochmal vorne in den Motorraum hinein. Wir sehen aber schon beim Rundgang ums Auto hier ganz einfache Blattfederpakete und nach dem Motto, wer bremst, ist feige, keinerlei Vorderradbremsen. Das hielt man bis 1921, bis zur Eröffnung der AWUS in Berlin, für völlig unnötig. Aber so ein Auto, Carsten, ist ja auch nicht besonders schnell. Wir gucken jetzt mal hier unter die Haube, machen da mal gemeinsam den Deckel auf. Vorsichtig, genau, du kennst dich besser aus. Wir sehen hier den Zweizylinder-V-Motor. Hochmodern für die damalige Zeit. Hier vorne angetrieben über einen Lederriemen, der sogenannte Ventilator für einen Kühler, der einfach über eine Welle angetrieben wurde. Was uns ja auch auffällt, wenn wir so gucken, du darfst ruhig da bleiben, wir haben wie gesagt nur Holzspeichenräder. Es gibt aber schon, weil noch so viele Pferdefuhrwerke unterwegs waren, viele Ersatzräder, mindestens eins, die man schnell wechseln kann, weil es viele Hufnagelschäden gab bei den Autos. Deswegen ist es schon komplett fertig auf der Felge und der Fahrer konnte das alleine. Typisch ist auch bei dem Auto ja ein reiner Zweisitzer, das nennt man Autoline, auf Französisch Voiturette. Nur ein leichtes Wurfverdeck, aber hinten dann doch schon ein Kofferraum, den man dieser Karosserie später angehängt hat, um auf Reisen zu gehen. Eine Frage noch, auch er ist ja ein Rechtslenker und dabei hat er rechts nicht mal eine Tür. Also eigentlich sitzt der Fahrer schon drin und bittet die gnädige Frau dann, komm rein, wir machen eine Tour. Genau, und dann war es eben halt so, der Fahrer war fürs Fahren zuständig und der Beifahrer, wie der Name schon sagt, war der Beifahrer. Der Beifahrer war damals eigentlich auch mehr oder weniger, ja, technischer Begleiter des Fahrers. Der Fahrer hatte sich um Fahren zu kümmern, der Beifahrer war dafür zuständig, auch mitzugucken, die Sondersignale zu geben, wie anblinken, also quasi mit der Kelle, den anderen anzuzeigen, hallo, hallo, wir kommen. Und der Fahrer hat sich rein aufs Auto konzentriert, mit den Ohren war er im Motorraum, um zu hören, läuft da alles normal? Ja, und auch der läuft hier. Vielen Dank, Carsten Petzold. Wir erinnern uns noch mal, Rechtslenker auch, weil die Straßen ja noch ganz schmutzig waren. Darum nannte man die Kotflügel, weil man ja wirklich im Pferde- und sonstigen Dung rechts an der Straße anhielt. Und es war immer noch charmanter gegenüber den Damen und der Insassen, auf der anderen, etwas sauberen Seite einzusteigen. Das hier ist der letzte seiner Art. Dankeschön an Carsten Petzold. Eine Sensation des Automobilbaus aus dem bremischen Raum aus Varel.